Mit einer Festwoche begeht das SOS Kinderdorf Zwickau im August sein 25-jähriges Jubiläum. Ein besonders schönes Geburtstagsgeschenk bereitet sich die Einrichtung an der Rottmannsdorfer Straße aber selbst. Seit 2014 wird der zentrale Dorfplatz umgestaltet. Bis zum 20. August soll das Projekt abgeschlossen sein. Das Freigelände des SOS Kinderdorfs an der Rottmannsdorfer Straße ähnelt derzeit eher einer Großbaustelle. Die Geräusche spielender Kinder werden vom Lärm diverser Baumaschinen übertönt. Noch bis Mitte August müssen die Bewohner damit leben. Soll doch alles pünktlich zum Beginn der Festwoche fertig sein. Wir haben in diesem Jahr unser Jubiläum, 25 Jahre. Und wir hatten letztes Jahr schon um Spenden gebeten. Unsere Spielgeräte hier auf dem Dorfplatz waren marode, mussten ersetzt werden. Der Dorfrat hat dann entschieden, wie das neue Spielgerät aussehen soll. Es werden zwei Türme sein, die mit einer Brücke verbunden sind. Es wird eine Rutsche geben, eine Schaukel. Und so, dass wir insgesamt, denke ich, einen ganz schönen Dorfplatz hinbekommen. Anliegen war es, mehr Orte der Begegnungen im SOS Kinderdorf zu schaffen. 2014 wurden über Spenden eine Feuerstelle und ein Steinbackofen gebaut. Außerdem kamen ein Drehkarussell, ein Bodentrampolin und ein Schaukeltier hinzu. Es gibt noch weitere Ecken, wo jetzt Sitzgruppen und Gelegenheiten eingebaut werden, wo man dauerhaft auch mit dem Tisch dann auch als Familie sich mal hinsetzen kann, aus dem Dorf sich da treffen kann. Begegnungsräume, das ist ja das, was wir seit 2 Jahren hier versuchen, auf den Dorfplatz hinzubekommen. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr, ich sag mal, das Ganze rund bekommen und den Dorfplatz soweit fertig. Trotz des engen Zeitfensters, etwas Individualität muss sein. So wurden zwei Baumstämme zu einem Sichtschutz verarbeitet, den es in dieser Form nur im SOS Kinderdorf Zwickau geben dürfte. Am 20. August soll der Dorfplatz nach gut 2-jähriger Bauzeit eingeweiht werden. An diesem Tag beginnt die eigentliche Festwoche zum 25. Geburtstag. Wir machen eine Festwoche vom 20. bis 26. August. Hier am 20. August von 13 bis 18 Uhr ein großes Kinder- und Familienfest, wo alle herzlich eingeladen sind. Vom Bullenreiten über Kistenklettern, Bungee-Trampolin, alles das kann hier kostenlos an dem Tag genutzt werden. Es gibt natürlich auch Live-Musik, es gibt Zauberer, es gibt Gaukler. Also ich denke, wir werden ein tolles Programm an diesem Tag hier haben. Dann ist es die Woche des offenen Dorfes, wo Menschen dann auch hier sich das Dorf anschauen können. Und Freitag gibt es dann ein großes Fest der Kulturen im Mütterzentrum in der Kolpingstraße. Den Abschluss der Festlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des SOS Kinderdorfs bildet am 29. Oktober der Zwickauer Lichterzauber. Der erste, den wir versuchen, in dieser Art, wo das Kinderdorf verzaubert wird in Licht mit einem großen Feuerwerk und einer Pyroshow zum Abschied des Festjahres. Und ja, da hoffen wir auf viele Besucher, die uns hier, viele Gäste, die wir im Kinderdorf und Mütterzentrum begrüßen können. Wird die Premiere des Lichterfestes ein Erfolg, soll das Ganze alle 2 Jahre wiederholt werden. Bis Ende Oktober ist zwar noch etwas Zeit, die kostenlosen Eintrittskarten sind jedoch limitiert. Zeitiges Bestellen sichert daher den besten Ausblick auf Lasershow und Feuerwerk.